meine Lieben, wieder aus den Niederlanden. Heute spreche ich mal kurz über 10 Punkte, die in niederländischen Häusern oder Wohnungen anders sind als in Deutschland. Also bleibt dran! Schön, dass du dran geblieben bist. Wenn dich die Themen Minimalismus, Lifestyle und Leben in den Niederlanden interessieren, dann kostenloses Abo dalassen, dann verpasst du nichts Neues mehr. Schnapp dir deinen Kaffee und dann legen wir auch sofort los. 10 Punkte, die anders sind in den Niederlanden zum Beispiel. Kurzer Disclaimer, natürlich beziehe ich dich jetzt auch meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, es kann natürlich immer mal Häuser, Wohnungen etc. geben, wo das anders ist. Ja. Punkt 1. Die Lichtschalterhöhe ist sehr anders. Man sieht das da hinter mir. Das ist der Lichtschalter. Er ist unter der Türklinke. Als wir das erste Mal in dieses Haus reingekommen sind, dachte ich immer, ob nur hier kleine Menschen leben würden oder so, warum das so tief unten ist. Man muss richtig nach unten greifen, um an diesen Lichtschalter zu kommen. Und daraufhin sprach ich den Makler an und ich habe ihn gefragt, warum das denn so sei. Und er sagte, ja, wieso? Man hat den Arm hängen und dann braucht man ihn nicht beugen, um die Lichter an- und auszuschalten. Also daher kommt wohl die niedrige Höhe der Lichtschalter. Punkt 2. Die meisten Türen sind stumpfe Türen. Das zeige ich euch auch mit ein paar Fotos dann etc. Und die Türklinken, seht ihr da auch, ja, meistens kein Schloss wie in Deutschland. Also da ist da innen drin ein Schlosskasten eingebaut, aber du kannst die Tür meistens nicht abschließen. Du hast kein PZ-Loch oder ein Buntbartschloss dafür. Das gibt es leider. Was heißt leider? Ich finde es ganz amüsant. Nicht? So. Dann. Das war Punkt 2 und 3, wer die Türen. Dann haben wir noch die Zargen. Das ist ganz anders. In Deutschland, wenn du eine Tür kaufst, dann hast du immer so eine komplette Zarge, die du dann einbaust, hängst die Tür ein und fertig ist das ganze Ding. Das ist hier ein bisschen anders. Du hast eine Grundzarge und nachher diese ganzen Bekleidung, die du da drum siehst, das wird später angepasst, so wie die Tür sein soll. Also ganz anders, du baust die Tür halt eher zusammen. Punkt 5. Fenster gehen meistens nicht auf. Es sind sehr viele fest verglaste Fenster. Das blende ich euch auch mal ein. Ich habe auch ein Video über Türen und Fenster detailliert gemacht. Da seht ihr das auch. Das kann ich euch da oben verlinken. Und viele Fenster gehen nach außen auf, was ja ganz anders als in Deutschland ist. Da geht ja alles drehkipp und alles nach innen auf. Also es ist ganz anders. Und viele Hintertüren und Nebeneingangstüren, die öffnen auch nach außen und nicht nach innen. Also auch bei uns hinten, wenn wir in den Garten gehen, öffnet die Tür nach außen. Und auch von unserer Schür, unserem Beigebäude hinten, die öffnet auch nach außen. Dann, wo meine persönliche Highlight-Anekdote ist für mich immer noch die Telefondose. Ihr seht sie gerade auf dem Bild. Wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was das ist. Da musste ich ja extra unsere liebe Nachbarin fragen, um das zu erklären. Also das sind, wenn du Festnetzanschlüsse hast, die Telefondosen. Natürlich ist heute auch viel über die Antennenleitung, wie in Deutschland halt auch. Das ändert sich halt auch alles. Dann hast du in ganz vielen niederländischen Häusern noch einen Holzboden und darunter ist so ein genannter Raubgelder. Das ist dann so 30, 40 cm hoch, manchmal 60 cm. Unter dem Boden ist dann noch, bis das Erdreich kommt. Und ganz oft sind das halt noch alles noch in Holz und das schwingt natürlich auch und deswegen tauschen das sehr viele Niederländer aus und dann haben sie so Fertigelemente und wo dann Estrich draufgepackt hat, dass sie auch ihren Betonboden kriegen, wie sie das so schön sagen. Aber das ist sehr häufig noch, dass man halt nicht wie in Deutschland direkt auf einer Bodenplatte das Haus errichtet, sondern halt immer mit Abstand zum Boden. Das hat natürlich auch gewisse Vorteile für die Wassersituation hier in dem Land, finde ich. Also ich finde das sehr amüsant, dass natürlich man damit leben muss, dass es vielleicht schwingt. Das ist eine Sache. Oder man investiert das Geld, das zu ändern. Aber ich fand es lustig, als der Makler bei uns sagte, ja, wenn Sie das prüfen wollen, dann gehen Sie immer am Rand des Raums und dann versuchen Sie mal zu springen, ob das der Boden funktioniert, weil in der Mitte hält er meistens besser als am Rand, weil da am ehesten die Balken kaputt rotten. Nur als kleiner Hinweis, falls ihr ein Haus sucht, immer schön am Rand kontrollieren, ob das alles funktioniert. Dann
Punkt 8. Normalerweise hat man, wenn man reinkommt in den Niederlanden, rechts oder links von der Tür einen Meterkasten. Das ist dann immer so ein Einbauschrank. Ich zeige euch immer unseren kleinen, den wir haben. Und da drin sind eigentlich alle Sachen, alle Anschlüsse vertreten. Fernsehen, Strom, Wasser, Gas, ist alles da drin. Aber bei uns nicht. Wir haben in unserem Meterkasten nur den Gasanschluss. Also kleine Absurdität hier in diesem Haus, dass das alles verteilt ist. Der Stromanschluss ist im hinteren Gebäude, der Wasseranschluss im Keller. Aber in der Regel, wenn du ein Haus dir suchst oder eine Wohnung, dann werden meistens alle Anschlüsse da drin sein. Und was auch alles, was schon anders ist, dass es hier sehr oft schon alles digital ist. Also wir haben auch digitale Gaszähler und Stromzähler. Das ist noch nicht überall so, aber deutlich mehr als in Deutschland. Zu Punkt 9. Kleine Waschbecken bei den Toiletten mit einem Wasserhahn ohne Warmwasser. Ja, in den Niederlanden ist es häufig so, dass man sich kalt die Hände wäscht. Also die legen keine Warmwasserleitung an die WCs. Und dann führt es dann zu Punkt 10, der hatte nämlich auch schon da was damit zu tun, dass die Toiletten meistens getrennt sind. Also es ist sehr häufig so, dass sie wirklich separat, komplett separate Räume vom Badezimmer haben. Was du ja in Deutschland bestimmt nicht kennst, da ist es, die Toilette ist ja eigentlich immer im Badezimmer. Wir hier haben natürlich wieder den Vogel abgeschossen in unserem Haus. Wir besitzen mal Gästeklo mit Kaltwasser. Das ist geblieben, aber kein Gästeklo. Wir haben im Obergeschoss ein separates Gästeklo. Und unser Badezimmer, wo die Toilette mit drin ist, das ist hier unten hinter der Küche, im Erdgeschoss. Also wir haben oben kein Badezimmer. Auch sehr häufig, dass man halt nur unten irgendwo in der alten Balkölken oder so seine Toiletten hat. Und wir haben eine Toilette in der Schür. Also wir haben das niederländische Haus gefunden, was unzählige Toilettennummer hat. Aber in der Regel hat sehr häufig das Haus eine Toilette und höchstens ein Bad. Das ist hier noch sehr verbreitet. Also das waren mal wieder 10 Punkte, die variieren zu Deutschland. Und ich hoffe, ihr fand das spannend und ihr habt euch unterhalten gefühlt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch andere Punkte gefunden habt, die euch bei euren Reisen oder wenn ihr hier auch wohnt, aufgefallen sind. Ich würde mich freuen, dass wir darüber sprechen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!